So, und damit heißt euch der Stardust Warrior 33 wieder willkommen zu einem neuen Let's Play von The Elder Scrolls Skyrim. Ja, wir sind jetzt hier stehen geblieben bei dem Intro noch, leider und so. Ich hatte jetzt ein paar... Achso. Ich hatte noch ein paar Einstellungen vorzunehmen. Und, naja, wie ihr seht... ja, jetzt geht's ja. Ja... Weil die Sache ist... Wow! Komm! Du Wichser her! Ja, ich bin übrigens zu entschuldigen, ich sehe hier ganz schlecht gerade. Also ich sehe nicht gut. Und ja, überhaupt nicht. Ich hatte gestern da richtige Probleme. Eigentlich wollte ich gestern noch aufnehmen. Leider ging das dann eben nicht. Nee. Wie gesagt, das Problem war... Habt ihr es jetzt... Wow, da ballert noch einer mit Pfeil und Bogen. Boah, den schnappen wir uns. Kommt, hopp, lauf, 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 den Wichser schnappen wir uns. Ja, nee, wie gesagt, das Problem war einfach das, dass ich so schlecht sehe gerade. Also, ich probiere jetzt halt gerade was aus. Und solange bei meinem LGP ja eh noch nicht der Dings geht, der Aufnahme-Dinger da, wie heißt der USB-Mode, probiere ich hier gerade das von Nvidia, das Shadowplay. Und wir haben, glaube ich, jetzt einen Bogen aufgenommen. Nehmen wir noch die Pfeile mit dir, meine... Ja, und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Also, wenn es mir qualitativ gefällt, dann werde ich das auf jeden Fall erstmal verwenden für meine PC-Let's Plays. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist halt schade und doof, aber dann kann man es nicht ändern. Auf jeden Fall haben wir es probiert. So, der Typ ist am Leben, aber ist wieder zurück. Na, dann wollen wir mal weg. Wie gesagt, wir müssen halt mal gucken. Also, die Datei wird halt recht groß. Also gar keine Frage. Aber das soll uns scheißegal sein, denn... Ah, jetzt sind wir hier. Dann komm, Herr Handler, komm. Jetzt speichern wir hier aber. Aus einem einfachen Grund. Ich hatte hier mal früher einen Bug. Und zwar dieser Bug... machen wir hier mal kurz. So weit, eine Hand. Dieser Bug ging im Endeffekt so weit, dass dann hier es einfach nicht mehr weiterging. Ja, das sind wir auch froh. Und ja, deswegen, wie gesagt, probieren wir es mal aus. Also, ich habe jetzt auch, das wird jetzt nur ein 10-Minuten-Part, leider. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal ausprobiert werden. Aber wenn ich damit zufrieden bin, werde ich das nehmen. Das wird mich zwar ein bisschen mehr Zeit kosten. Das ist so. Aber ist ja logisch, weil ich ja jetzt hier mit 1080p und einer. Ja, komm. Und einer, wie heißt's? Ah, genau, da hinten ist die Stelle. Mit 1080p aufnehmen und einem. Wie heißt's? Oh, ich sehe das so schlecht gerade, egal. So. Auf jeden Fall mit 1080p aufnehmen und einer Bitrate von 50. Das ist jetzt vielleicht etwas hoch, also da mag jetzt mancher sagen, ey, das so hoch muss das doch nicht sein, aber ey, da seht ihr mal, ich will euch das Beste vom Besten anbieten. Also das Bestmögliche, was ich euch anbieten kann. Ich kann ja auch nicht alles anbieten, leider. Und du auch noch welch. Zack. So, Thema durch. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt. Sieht aber so aus. Also. Für den Fall der Fälle nehmen wir jetzt trotzdem kurz mal. Oh, ho, 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 hold it. Na, ah, die sehen uns. Fuck. Komm her. Komm. Hey, das ist praktisch. Die kommen nicht runter. Ach, jetzt kommen sie. Schade. Ja, genau, komm, tankst du an. Nimm. Giant Snakes, das wäre awesome. So, was haben wir denn dieses Frost Venom? Ach, nimm einfach mal mit. Wie gesagt, so gut ich es halt sehe. okay. Dann gehen wir mal weiter. Nein, und auf jeden Fall, jetzt sind wir mal gespannt. Gut, und dieses Let's Play hier von Skyrim wird eh ein bisschen anders. Ich meine, nichts, was jetzt wahrscheinlich noch niemand anders gemacht hätte, aber das ist ja scheißegal. Es wurde ja schon hoch und runter wurde es Let's Play weg mit dem Scheiß. Ach, dann ist doch dieser Bär, oder? Ja. Yeah. Aber das soll uns scheißegal sein, den machen wir. Bam, da hast du einen Bären. Wusch, erledigt. Not the sneaking type. Nein, ich hab grad nur aus dem Sneak heraus das Viech abgeballert. Das ist, ich bin nicht der Sneaky. Nein, 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 nein. Das sind wir nicht. Machen wir auch niemals sneaken. Nein, 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 nein. Hatwa, wie kommst du auf so einen Quark? So, wir müssen es jetzt gleich geschafft haben, eigentlich.
Ich wünschte, ich würde ja echt mehr sehen, aber nein. Wisst ihr, das ist eh ein Witz ein bisschen. Ich bringe meine... Ah, wir haben es rausgeschafft. Wisst ihr, der Witz ist, ich bringe meine Brille. Ja, bringe ich ins zur Reparatur, die war kaputt. Gut, die war aber wirklich kaputt. Da war ja so ein Stift gerissen an einer der Seiten, an der linken Seite. Das muss zur Reparatur und Reparatur gebracht. Die fragen mich, ob ich eine Ersatzbrille. Ich sag nein, weil ich habe Kontaktlinsen. Ah, gestern konnte ich sie fortschmeißen, weil das mir so am linken Auge gebrannt hat, das ist unglaublich. Ich merke das jetzt noch. So. Drachi, hier bin ich. Komm rüber. Oh, looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Nee, nicht wirklich. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith there. It's probably best if we split up. Talk to Alvor in Riverwood. Ja, jetzt müssen wir nach Riverwood. Und, ja, da können wir auch gleich hin eigentlich. Ah, aber wisst ihr, ich weiß noch, dass dieser Ausblick erinnert mich immer an das erste Mal Skyrim. Das allererste Mal, ich war in Skyrim. Ich guck mich um und denk mir nur, boah. Aber boah. Und, ja, das, ich weiß nicht, dieser Effekt, den hat es irgendwie immer noch so ein bisschen. Oh, jetzt ruckelt es aber gerade. Ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen am Shadowplay. Aber jetzt gucken wir mal. Vielleicht wird es auch wieder besser. Vielleicht kommt es ja nur so vor. Wie gesagt, ich sehe es nicht. Also, ich sehe schon ein bisschen was, aber nicht ganz so gut. Das mag jetzt euch merkwürdig sein, aber es ist so. Ich will euch für morgen, also, wir haben jetzt heute den 15., glaube ich. Ich möchte euch für morgen halt was da lassen, dass ihr da nicht allein... Ah, die Steine, das ist gut. Die Steine braucht ihr? Oder könnt ihr benutzen? Boah, was ist jetzt los? Thief Stone, Mage Stone, wo ist der Warrior Stone? Da. Ja, und so, jetzt durch diese drei kriegen wir jetzt zum Beispiel unsere Nahkampf, also unsere Kampffertigkeiten werden jetzt um 20% stärker, gehen schneller hoch, ja, also Zweihand, Einhand und so, die gehen jetzt schneller hoch, die haben wir jetzt, die lernen wir schneller und glaub mir, das werden wir noch froh sein, dass das so ist. Hopp, 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 komm. Ja, da ist doch schon Riverwood und unsere Zeit läuft auch langsam ab, ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall nur ein kurzer Part. Um mir das mal anzugucken, Dateigröße und ja, ich habe euch schon gesehen, Wölflein. Weg. Ah ne, da ist noch einer. Oh. Tschüss. Ja. So, weiter. Ach, ja, es leckt ein bisschen. Also ich muss dann vielleicht ein bisschen runterstellen von der Grafik. Mit Shadowplay auf jeden Fall. So, wir wollen ein bisschen mehr leben erstmal. Und wo schon so Zweihand? Wir wollen jetzt gleich erstmal mit Zweihand. Obwohl Smithing auch nicht schlecht wäre, aber noch brauchen wir es nicht. Hier, Two End Weapons, 20% mehr Damage, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, alles ein Test noch. Also, ihr dürft das jetzt noch nicht auf die nicht bare Münze nehmen. Die Aufnahmequali, das kann sich jetzt noch ändern. Das kann sich natürlich auch verbessern, das kann sich verschlechtern. Das weiß ich noch nicht. Aber es würde mich wundern, wenn mein PC das hier nicht aufnehmen könnte mit dem ganzen Zeug, weil das ist so ein teures Gerät und so High-End-Gerät eigentlich. Also wenn der das jetzt wirklich so nicht packt, das würde mich halt schon wundern. Aber was weiß ich, das muss man probieren. So, wir sind in Riverwood und da ist auch schon Alvor. Doch, ach komm, wir sprechen ihn noch kurz an. Guck mal hier. Glad to help a friend of Hadfar, but you didn't answer my question. What? Dragon? Ja, in Helgen ein Drache. Explains what I saw earlier. Flying down a dragon. Here in Skyld. Yarl needs to know if there's a dragon. We need to get word to Jarl. Ja, also so viel wie wir müssen zum Jarl von Whiterun und müssen. Like I said. Und ja, jetzt können wir uns hier so ein bisschen was aussuchen, was wir brauchen. Komm, er schenkt uns hier so vieles. Jetzt guck mal einfach, was brauchen wir. Ach, wir nehmen einfach alles. Wir gucken kurz, was er hat. Schön, also wo ist der alles nehmen? Ah, der E-Knopf. Dankeschön. Dankeschön, Alvor, mein Freund, für die schönen Geschenke. Und jetzt gehen wir doch mal gucken, was du noch so hast an Waffen. Ah, oh, Arrow ist immer gut, aber jetzt müssen wir erstmal gucken wegen einer Waffe hier, weil...
Ah, Steel Battle Axe ist schön. Steel Great Sword sieht auch schön aus. Aber die kosten halt ein bisschen. Hey, wir haben das Gold. Holen wir uns jetzt den Kampf ab. Was, ich habe nicht genug Gold? Ich sehe es nämlich. Oh, 67 Gold. Ach du Scheiße. Seht doch mal, wie toll ich gucken kann. Wir müssen erstmal den ganzen Scheiß hier verkaufen. Ich glaube, dann kriegen wir ein bisschen Gold zusammen. 5 für 1 wollen wir ja selber tragen. Ja. Und der Stonecloak-Dingens da. So. Okay. Und gut, wir ziehen uns das noch an und dann hören wir erstmal auf für heute. Und wie gesagt, ich hoffe dann, dass ich morgen wieder mehr sehe. Und dann würde ich sagen, war's das für heute mit der Typ da. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Euer Stardust Warrior 33.